Ja, kannst ja, wenn du willst, kannst du jetzt ja hier. Wie machen wir es denn vom Ablauf? Lies noch mal eine Frage vor. Also, wir fangen jetzt einfach mal mit den Fragen an hier. Das ist eine gute Sache. Ja, hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn und Dieter Faustmann. Wahnsinn, hallo. Ja, wir haben uns mal gedacht, wir machen jetzt hier mal so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel. Wir haben so zu vielen Videos Fragen bekommen und die Fragen sind, ja, die sind heavy, ne, Nils? Die sind schon heftig, ne, muss man schon sagen. Also teilweise Sachen dabei, die kann ich dann schon gar nicht mehr beantworten. Bin ja kein Fahrradmechaniker, aber Nils muss dann manchmal auch schon mal nachdenken und dann haben wir uns gedacht, ja, die Fragen so gut sind und geil sind, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen die Fragen hier in dem Video beantworten, damit auch dann viele Leute was davon haben, weil normalerweise kriegt ja der andere gar nicht mit, dass eine Frage gestellt worden ist und kriegt auch die Antwort nicht mit. Alles klar. Gut, ich fange an. So, hier schreibt jemand zu unserem Bosch Easy Pump Video von Sonntag. Ich besitze ein Mountainbike und auf dem Reifen steht Max Bar 4.0, also 4 Bar. Auf wie viel Bar könnte ich denn trotzdem bedenkenlos fahren? Warum man das wissen will, weiß ich nicht. Aber was meinst du denn? 5 Bar, 6 Bar? Eigentlich würde ich ja sagen, 4 Bar ist eine Herstellerangabe. Er schreibt ja, also ich versuche die Frage zu verstehen. Ich habe die heute Morgen auch gelesen, habe gedacht, ja, okay, alles klar. Also erstmal vorab, wenn ihr Fragen stellt, je konkreter die Frage, je konkreter die Antwort. Also das kann man schon mal einmal festhalten. Ich finde, die Frage ist jetzt recht allgemein, weil dieser Luftdruck oder dieser Maximalluftdruck, das ist der Luftdruck, den dein Reifen verträgt. So, das heißt, den Reifen kannst du mit 4 Bar aufpumpen. Aber im gleichen Moment habe ich auch gedacht, was für eine Felge ist da drauf? Wie breit ist die Felge? Was für ein Reifen ist da drauf? Also ist es ein Tubeless-Reifen oder ist es ein Schlauchreifen? Das sind halt alles Sachen, die spielen da so ein bisschen mit rein. 4 Bar ist jetzt für einen Fahrradreifen nicht gigantisch viel, aber es kommt natürlich auch darauf an, was für ein Volumen hat dein Reifen. Also da kommen so viele Sachen zusammen, wo ich sage, so kann ich pauschal nicht beantworten. Ich müsste mir das Rad angucken, ich müsste mir den Fahrer dazu angucken und dann könnte ich sagen, ja, kannst du 4 Bar machen oder nicht. Und dann kommt es natürlich, wie gesagt, auf die Felge an. Mein Tipp ist an dieser Stelle immer der heilige Gral vom Mr. Eid. Der macht da ein tolles Video. Er sagt zwar in 60 Sekunden zum perfekten Luftdruck. Schafft er nicht in 60 Sekunden, aber er erklärt das sehr, sehr gut, was alles zu beachten ist. Und darum ist das Video auch an dieser Stelle mein Tipp. Ich habe schon ganz da rumgesessen. Jetzt fahren wir erstmal nach oben. Ne? Jetzt muss ich hier die Kameraposition ändern. Ja, mach mal. Geht das? Hast du das aufgenommen? Super. Ach so, du bist schon. Ja, da kommt die Frage hier. Sehr, sehr geile Frage. Und Vor zwar, allen wir Dingen haben. sieht man, dass du gar keine Hose trägst unterm Schreibtisch. Oh, fuck, ey. So, ja, dann haben wir jetzt hier eine sehr tolle Frage. Und zwar, wir haben ja vor einiger Zeit, das ist schon ein bisschen was her, da haben wir einen Nevo 4, da haben wir eine Beischulz, die absenkbare Beischulz-Federseitenstütze eingebaut. Und da fragt jetzt jemand, ob wir das mittlerweile am Charger 4 eingebaut haben. Der Einbau erfolgte am Nevo 4, du willst im Charger 4 haben. Und wie der Aufwand ist, also der Einbauaufwand. Und ob man bei uns einen Termin machen kann, halte ich fest, Nils, der würde sogar extra aus Köln zu uns kommen, um sich die Sattelstütze hier einzubauen. Ich habe die Frage schon beantwortet, nach den Informationen, die wir so hatten. Vielleicht möchtest du selber auch nochmal sagen, also am Charger 4 haben wir es noch nicht gemacht, würden wir aber machen und am besten machst du einfach einen Termin und dann besprechen wir das mit der Werkstatt und dann kommst du hoch, machst ein bisschen Urlaub hier oben und dann bauen wir die Sattelstütze ein. Ja, kann man so stehen lassen, ne? Das ist immer witzig mit Dieter, weil wir wollen ein Video drehen, er stellt mir eine Frage. Bis jetzt hat er alle Fragen selbst schon einmal beantwortet. Wir wollten ja eigentlich eine unverblümte Meinung von mir hören. Ja. Das fällt mir dann immer etwas schwieriger, aber wir haben gerade eben auch genau über diese Frage gesprochen. Und weil die Frage immer wieder kommt, habe ich gesagt, lass uns die Kamera anmachen, du stellst mir die Frage, wir machen ein Video, dann hat man eine coole Meinung. Erstmal vorab. Vielen Dank für das Vertrauen, dass du aus Köln zu uns hochkommst und dein Fahrrad in unserer Werkstatt umbauen lässt. Vorab kann ich auch sagen, das ist alles möglich. Ambulant ist natürlich immer so eine kleine
Also man weiß, wenn ich das Fahrrad vorher nicht gesehen habe, ist das manchmal leichtsinnig zu sagen, ja, machen wir, weil ich weiß nie, in welchem Zustand ist so ein Fahrrad überhaupt. Und wenn ich jetzt irgendeine Schraube lose drehe, was ist hinter der Motorverkleidung, weil gegebenenfalls muss der Motor abgesenkt werden oder was ist mit dem Akku, ich muss den Akku rausnehmen, dann muss ich die Akkuhalterung ausbauen und so weiter, weil sonst kann ich die Leitung ja nicht verlegen. Oder was heißt ich? Meine Mechaniker, die machen das. Aber die können dann die Leitung nicht dementsprechend verlegen. Aber das wären alles so Probleme, die passieren können. Und wir wollen gar nicht über Probleme sprechen, wir wollen ja über Lösungen sprechen. Also, der einfachste Weg ist, du schreibst eine Mail. Und in der Mail schreibst du nochmal deine Wünsche, am besten an die Info@, schreibst auch dabei, dass du es im Video gesehen hast, dass wir darüber gesprochen haben. Und dann kann die Steffi das organisieren, zusammen mit Daniel oder wie auch immer, wann du dein Fahrrad bringst, beziehungsweise wann du zu uns mit deinem Fahrrad herkommst. Und so, dass wir wirklich ambulant dir diese Stütze einbauen. Das ist relativ aufwendig, aber durchaus vorstellbar, dass wir das ambulant hinbekommen. Ja, warte, nächste Frage. Da sind wir gerade, bevor die Kamera lief, haben wir da schon ganz kurz über gefachsimpelt. Ich weiß die Antwort logischerweise nicht, weil ich die ganzen Modelle nicht kenne. Und zwar Nevo 4, da haben wir das Nevo 4 vorgestellt mit dem Kiox 300 und der Enviolo. Da möchte jemand wissen, ob das Fernlicht, was wir da in dem Video vorgestellt haben, ob das eine Serienausstattung ist. Nevo 4, Fernlicht, Serienausstattung. Auch gute und berechtigte Frage, weil es gab ja Zeiten so wie vor einem Jahr, da haben die Fahrradhersteller teilweise Komponenten verbaut, die verfügbar waren. Und dann wurde so ein Fahrrad teilweise hochwertiger ausgestattet, als die Serienausstattung das hergibt. Daher kommt wahrscheinlich dieser kleine Zweifel, ob serienmäßig ist oder nicht. Und mittlerweile wird das Charger 4 und auch das Nevo 4 mit Fernlicht serienmäßig ausgestattet. Nächste Frage, ja, die ist jetzt auch schon 5 Tage alt. Wir hatten ja bei Pfingsten, muss man dazu sagen. Ich konnte sie nicht beantworten. Und zwar geht es um das Simplon Spotlight Male XT Light E-Bike, was wir vorgestellt haben. Da fragt jemand, da ist ja ein Male-Motor drin, ein Heckmotor. Der fragt, wie verhält sich der Male-Motor im Vergleich zum TQ-Motor in Steigungen? TQ-Motor ist doch jetzt, das war doch das Simplon TQ, logischerweise. Vergessen wir alles, was wir hier gerade gehört haben. Wir fangen nochmal neu an. Wie verhält sich der Male-Motor im Vergleich zum TQ-Motor in Steigungen? Habe den X35 Test gefahren und fand diesen zu wenig unterstützend? Oder kann generell gesagt werden, dass die Lightbikes für kurz steigende Strecken nicht genügend unterstützen? Ich weiß aber ganz genau, dass ihr jetzt Spaß haben wirst, diese Frage zu beantworten. Das weiß ich jetzt schon. Ja, auch eine sehr gute Frage. Also ich sage ja, alle Fragen sind wirklich gut, die kommen und die sind auch echt, die haben einen Tiefgang. Also die sind schon, die sind vernünftig. Ich finde ja immer, dass man das pauschal gar nicht beantworten kann, weil jeder hat ein anderes Fahrverhalten. Jeder hat einen anderen Antritt und jeder hat einen anderen Anspruch an ein Antriebssystem und jeder hat eine gewisse Vorliebe für einen Ansprechverhalten. Na, und da ist mein Gedanke dazu, also ich finde der Male, der zieht relativ gut, da ist auch ein kleines Getriebe drin, das hört man auch, dass da ein Getriebe drin ist und mit dem kann man schon eine Steigung hochfahren. Aber wenn jemand sagt, ich will hochgezogen werden, wie am Sessellift zum Beispiel, dann würde ich einen anderen Motor nehmen, dann würde ich auch kein Light E-Bike nehmen, weil das ist für jemand, der dann doch noch sportiver unterwegs ist, der sich doch noch mehr anstrengen möchte, als der sagt, ich will aber am Berg immer hochgezogen werden oder gegen Wind will ich mich nicht anstrengen. Das ist dann einfach nicht das richtige System. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass wir mit jedem Light E-Bike gut in den Bergen fahren können, wenn wir das wollen. Wichtig ist beim Light E-Bike auch schalten. Also gerade so ein Motor, so ein Heckmotor, der braucht immer Drehzahl. Also die meisten Heckmotoren, wenn man mal so ein paar Jahre zurückguckt, die Getriebelosen, die sind ja beim Bergauffahren zu heiß geworden, haben Leistung verloren oder sind ausgegangen, Sicherheitsmodus halt.
so dass man den Berg nicht hochgekommen ist. Wenn man jetzt aber sagt, alles klar, man will den Berg hoch, man muss dem Motor schon ein bisschen Drehzahl geben, damit er seine volle Kraft entfalten kann. Also schnell anfahren, schnell weitertreten, ist mein Gedanke dabei. Und dann, ja, welcher ist besser, TQ oder Mahle? Der Mahle, wie gesagt, ist ein Heckmotor, der TQ ist in der Mitte. Ich glaube dennoch prinzipiell, dass der Mittelmotor zum Bergauffahren dann doch das bessere, die bessere Variante ist. Das sehe ich nach wie vor so. Jetzt kommt eine ganz kurze Frage, allerdings können wir eigentlich auch gar nicht beantworten, ist auch relativ subjektiv. Hallo Hogendorn und alle Leute hier. Ich habe seit kurzem einen Six Touring und mein Leerlauf ist super laut. Ist das bei euch auch so? Wenn ja, was kann man da machen? Danke euch. Also wenn ich die Frage beantworten würde, ich sagen, lauter Leerlauf finde ich geil. Absolut. Wenn es das ist, was ich meine, also ich kenne es ja nur von einem normalen Fahrrad. Und das Six Touring haben wir nicht. Doch. Können, ja, als Leerlauf kannst du da unterscheiden jetzt vergleichmäßig und so? Das und laut ist ja auch relativ. Wenn jemand sehr gut hört, ist es wahrscheinlich sehr laut. Wenn jemand nicht so gut hört, dem fällt es nicht auf. Keine Ahnung. Soll ich die Frage oder willst du die beantworten? Ja, oder ist da was defekt? Also, lauter Leerlauf, normal. Ja. Gut. Six Touring heißt ja, erstmal muss man ja all den Leuten erzählen, die jetzt nicht wissen, was ist überhaupt ein Six Touring? Was meint er überhaupt damit? Das ist ein Riso Müller Urban Six Touring. Und das Urban ist ein Light E-Bike Six mit Fazua-Antrieb und Touring für die Kettenschaltung. Jetzt sagt er, sein Freilauf ist relativ laut. Ich habe es nicht gehört. Die ich bis jetzt gefahren habe, klingen normal. Also, wie Dieter schon gesagt hat, die Frage ist einfach schwer zu beantworten, weil der eine sagt, das ist leise, der andere sagt, das ist laut. Ein Freilauf hat Sperrklinken, der macht meistens immer Geräusche. Das ist halt so. So, nächste Frage. Kai B. hat geschrieben vor einiger Zeit, wir haben ja hier das Riso Müller Load 75 vorgestellt, das ist Enviolo und so weiter, Cargoline-Motor. Er schreibt, hier sehe ich bei 7:30, also 7 Minuten 30, den Fernlichtschalter, dessen Kabel Richtung Lenkervorbau abgeht. Bei meinem Nevo 4 geht das Kabel nach außen ab und macht dann einen engen Bogen Richtung Lenkervorbau. Ist übrigens bei allen Chargern und Nevos bei meinem Händler in der Ausstellung so. Man kommt immer wieder beim Griff zum Lenken mit dem Finger dran. Ist das bei euch in der Ausstellung bei den Riso Müller Rädern mit Fernlicht auch so oder hat man denn da eine falsch montierte Charge? Bevor Nils antwortet, würde ich jetzt sagen, das kann man da einfach. Der Händler hat die wahrscheinlich alle so angebaut, ne? Und wir machen das anders? Ach komm, bevor ich wieder irgendwie, mach mal. Wir wollen keine anderen Händler hier schlecht machen. Nee. Also auf gar keinen Fall. Also, das machen die schon von selber. es soll welche geben, die habe ich mal gehört, ja. Nee, aber was tatsächlich Fakt ist, Riso und Müller hat die Räder tatsächlich so ausgeliefert. Der Fernlichtschalter in die falsche Richtung. Für alle, die so, für Fahrradästhetik stehen, also da gehöre ich auch dazu, die sagen sofort, das gehört so nicht. Und da bin ich auch wieder beim Verfasser des Kommentars, dass er sagt, das gefällt mir nicht, das sieht doof aus. Du kannst es erstmal nicht ändern. Also Riso Müller liefert es tatsächlich so aus. Was dein Fahrradhändler aber hätte machen können, er hätte einmal den Schalter lösen können, den umdrehen können und wieder mit Sekundenkleber festkleben. Hätte ich gut gefunden. Ich weiß, dass es bei uns bei der Neuradmontage auch des Öfteren umgebaut wurde. Ich würde jetzt aber meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es wirklich bei jedem Rad passiert ist. Also siehst du jetzt das Video und wir haben das nicht gemacht, dann ist mein Tipp, wenn du zur nächsten Wartung mit deinem Charger 4 oder Nevo kommst oder welches Rad auch immer und das Kabel vom Fernlichtschalter nicht richtig liegt, äußere deinen Wunsch bei der Reparaturannahme und dann können wir das im Laufe der Wartung einfach eben umbauen. Das heißt also, die beschriebene Richtung nach außen ist der Auslieferungszustand von Riso und Müller. Man muss da wirklich sagen, war. Wir haben dann, ich habe das dann direkt, als ich gesehen habe, dass meine Mechaniker stundenlang,
an diesen Rädern rumfummeln, damit die ästhetisch wirklich so aussehen, wie es soll. Da habe ich immer gesagt, wieso sagen wir das nicht einfach Riese und Müller? Dann wissen die das auch, dass das anders gehört. Ja, dann haben wir das gemacht. Ich habe nur ein Foto dahin geschickt. Und ich habe einen recht heißen Draht zu Riese und Müller. Ich brauchte nicht mal was dazu schreiben. Das war echt cool. Ich habe nicht mal was dazu geschrieben. Und erstmal viele Grüße an dieser Stelle, weil ich weiß, dass du auch diese Videos guckst. Du hast direkt zurückgeschrieben, Nils, ich weiß, was du meinst, ändern wir. Ich sage, schön, dass wir uns verstehen. Viele Grüße. Und ein User hat noch geschrieben als Antwort vor uns, dass bei uns am Charger 3 und Multicharger die definitiv Richtung Vorbau geht. Beide von Hogendorn. Ja, Mensch, hättest du mal direkt bei uns gekauft. Wäre es gar nicht passiert, Mensch. Gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich hier noch Frage ist es eigentlich nicht. Das ist eine Behauptung. Hat man manchmal so ein bisschen Probleme mit diesen Behauptungen. Das ist so und so und bla und blub. Aber ich würde ganz gerne mal von dir, ich würde jetzt auch ganz gerne von dir wissen, die Frage, und zwar also die Antwort. Habe jetzt mein Hommage ein Jahr mit der Enviolo und 6000 Kilometer auf der Uhr. Tolles Rad. Die Enviolo lässt sich allerdings nicht wie im Video beschrieben, wir haben ein Video gemacht, alle Schaltungen und so, lässt sich nicht wie im Video beschrieben unter Last schalten. Also wir reden von der Enviolo. Mhm. Ich würde jedem empfehlen, der genügend Kleingeld hat, die Rohloff zu nehmen. Und da muss ich ganz kurz, bevor Nils die Frage beantwortet, nur sagen, und habe ich hier alles falsch verstanden. Ich habe gelernt, dass man die Rohloff, die E14, die kannst du nicht unbedingt unter Last schalten. Die Enviolo, die stufenlose Nabenschaltung, der Name ist stufenlose Nabenschaltung, da kannst du während der Fahrt drehen und kannst unter Last schalten, wenn man so will. Wir haben ja den Fachmann hier. Bitte. Also, ich fahre selbst, habe ich jetzt relativ lange in Enviolo gefahren. Übrigens, mein Roadster ist verkauft. Da jeder, der jetzt, der geschrieben hat, tut mir leid, ist verkauft, ist weg, nicht mehr zu haben. Aber ich kriege bestimmt noch mal ein anderes schönes Fahrrad und auch das werde ich dann hier wieder vorstellen, werde ich meine Erfahrungen teilen und wir werden auch das Rad dann irgendwann wieder verkaufen. Also es wird dann auch zu verkaufen. Aber darum geht es ja gar nicht. Enviolo, unter Last schalten. Also, der Drehgriff, man kann das. Ich würde aber nie, weil egal was für ein Fahrzeug, ob Auto oder ein Fahrrad, unter Last schalten. Weil das Getriebe, du kannst ja auch beim Auto schalten, ohne zu kuppeln. Das geht ja. Lässt ein bisschen rollen, ziehst den Gang rüber, das geht. Na, entweder knarrt oder knarrt nicht. Beim Fahrrad ist es ja in Wirklichkeit nicht großartig anders. Du hast zwar keine Kupplung, aber du lässt rollen, wechselst den Gang und gut ist. Dann geht das Ganze sehr geschmeidig. Fährst du am Berg, bergauf, 85 Newtonmeter, am besten noch ein E-Bike oder Pedelec, Volldampf, bergauf, im Wiegetritt und versuchst zu schalten, dann gebe ich dir Brief und Siegel, funktioniert das nicht. Aber wenn du trittst, also du kannst beim Treten schalten bei der Enviolo, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, das geht. Es geht sogar sehr gut, aber nicht unter Volllast. Volllast geht nicht. Und das geht auch bei Rohloff nicht. Und das ist auch bei einer Kettenschaltung doof. Also es funktioniert immer irgendwie, aber nicht schön. Das kann ich dazu sagen. Was passiert, wenn du es trotzdem machst? Willst du bestimmt wissen. Das ist so, wenn du am Drehgriff drehst bei der Enviolo und du bist unter Volllast unterwegs, dann kannst du die Gangstufe wechseln, aber deine Bautenzüge, die werden maximal beansprucht. Hinten der Bajonett, also es ist so eine ganz feine Verzahnung, die wird maximal beansprucht. Und das geht natürlich auf die Lebensdauer der Schaltzüge, auf die Lebensdauer der Drehgriffe und in Wirklichkeit fürs Handgelenk ist es garantiert auch nicht ideal, weil du schon wirklich dran drehen musst wie ein Wilder. Und du machst es ja nur mit den zwei Fingern, also alles nicht ideal. Und genauso ist es auch bei der Rohloff. Also ich habe es mal ausprobiert, wenn ich den Fuß auf der Pedale habe, ich stehe an der Ampel und ich will einen Gang wechseln, dann funktioniert das nicht. Die schaltet nicht, weil die sagt, nö, ich habe keine Lust zum Schalten. Die macht das einfach nicht. Na, und genauso ist es auch beim Fahren, also wenn man beschleunigt, darum bin ich ja Fan von der Enviolo. Mein Bruder fährt ja auch einen Charger 3 mit der E14 und wenn wir zusammen nach Hause fahren und wir
sind gut drauf, weil wir einen geilen Tag hatten, so wie das halt fast jeden Tag ist. Dann fahren wir mit Vollgas nach Hause. Ich mit der Enviolo, mein Bruder mit der Rohloff. Und wir müssen eine Straße überqueren. Und wenn wir die Straße überqueren, dann müssen wir anhalten und dann geben wir Vollgas beim Losfahren. Und mit der Enviolo ist man einfach schneller, weil man kann wirklich schnell drehen. Und bei der Rohloff, beim Beschleunigen, schnell schalten, die E14 ist ein bisschen träge, ist nicht so ideal. Also, mein Tipp, Probefahrt machen, bevor du dir sowas kaufst, ausprobieren einmal, zumindest einmal, das kann man wirklich in 5 Minuten herausfinden, ob die Rohloff besser schaltet oder die Enviolo. Und auch da sage ich immer, hängt von den Vorlieben ab und vom Fahrverhalten. Und vielleicht auch vom Geldbeutel. Aber den Geldbeutel, das wäre jetzt nicht das absolut Ausschlaggebende, wo ich jetzt sage, oh, deswegen kaufe ich mir die Rohloff oder deswegen kaufe ich mir die Enviolo, weil sie 1.000 Euro, na, weiß ich nicht mal, ob es 1.000 Euro sind, ist, glaube ich, weniger als 1.000 Euro Preisunterschied. Aber das muss man wirklich im Allgemeinen gucken, wie viel fährt man und so weiter. Also das kann man gar nicht, man kann das nicht pauschalisieren. Es gibt ja alles, damit wir für jeden das Richtige haben. Ja, habe mir noch so 2-3 Sachen. Eine ist dabei von einem relativ aktuellen Video. Wir haben ja mal das HNF Nikola XD4 vorgestellt und da möchte jemand wissen, der Calizzo hat geschrieben, mich würde mal interessieren, wie die grundsätzliche Sitzposition des XD4 gegenüber des Riso Müller Charger aussieht. Beim XD4 sieht es so aus, dass man aufrechter sitzt, also der Lenker viel höher liegt, richtig? Naja, ich meine, kommt ja darauf an, was da für ein Vorbau dran ist, ne? Also kann man ja auch so pauschal nicht beantworten. Ich weiß es gar nicht. Aber was rede ich hier schon wieder so viel? Herr Hogendorn, Ihr Auftritt. Gute Frage. Ich habe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch nicht geguckt, wie die Rahmengeometrie im Detail aussieht. Also Länge des Oberrohrs, Länge des Steuerrohrs und so weiter. Ich weiß, dass es augenscheinlich erstmal so aussieht. Was ich auch weiß, so wie Dieter gerade schon gesagt hat, es hängt vom Vorbau ab. Stimmt nicht ganz, weil das Charger 4 hat einen verstellbaren Vorbau. Das XD4 hat einen verstellbaren Vorbau, also haben beide verstellbare Vorbauten. Ich würde jetzt aber auch auf den allerersten Blick würde ich auch sagen, ja, die Geometrie ist beim XD4 anders. Es ist etwas komfortabler, oder was heißt komfortabler? Der Lenker ist etwas höher im Vergleich zum Charger 4, wobei sie schon recht ähnlich sind, die beiden Räder. Was jetzt perfekt ist, wenn Dieter uns einfach mal die Geometriedaten auf den Bildschirm legt, dann können wir einmal gucken, so alles klar, wie lang ist das Oberrohr? Das ist ein Maß, was ich gucken würde. Dann würde ich noch mal gucken, wie lang ist das Steuerrohr. Wenn man diese beiden Maße mal nimmt, kann man schon mal so ein bisschen gucken, wie das insgesamt aussieht. Oder Stack and Reach könnte man auch mal vergleichen, wie das aussieht, weil das ist auch noch so ein Maß, mit dem man da sehr, sehr gut arbeiten kann. Gut. So. Aber auch da, bevor ich jetzt fertig bin, das Wichtigste fast vergessen. Mein Tipp ist immer, wenn du jetzt wirklich sagst, so, ich finde die Räder auch beide cool. Also das XD4 finde ich genial, weil erstmal hat das eine richtig geile Farbe. Dann ist es echt genial ausgestattet, richtig cool. Aber ich finde das Charger 4 cool, weil es einfach von der Optik, es ist nochmal so ein bisschen unscheinbar, finde ich. Aber irgendwie macht es einen massiven Eindruck. Und vom Fahrverhalten, ich bin das Charger 4 ja schon wirklich relativ häufig gefahren. Ich finde es mega cool, also ist angenehm zu fahren, auch ein super robustes Rad. Aber noch wichtiger ist, wenn du jetzt vor dieser Überlegung stehst, das Rad oder dies, und du sagst wirklich, es soll aber komfortabel sein, ich möchte ein möglichst komfortables Rad. Das ist mein Tipp, such dir einen Fahrradhändler, der dich ausmisst und das Rad auf deine Körpermaße einstellen kann. Kann ein Fahrradhändler das nicht, gehst du zu einem anderen Fahrradhändler. Weil alle Fahrradhändler, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die machen da wirklich einen ausgezeichneten Job. Die stellen dir das so ein, dass du wirklich lange auf dem Fahrrad sitzen kannst und maximalen Fahrspaß erleben kannst und dementsprechend halt auch so, wie du schon sagst, gewünscht, möglichst komfortabel auf dem Rad fahren kannst. Ja,
Dann haben wir jetzt hier einen schönen Abschluss, würde ich sagen, als letzte Aktion hier. Da schreibt der, mein Gott, der German Grottenolm. Hallo ihr beiden, ihr seid wirklich toll. Vielen Dank. Habt ihr nicht mal Lust, über den Beruf des Zweiradmechanikers zu reden? Vielleicht bildet ihr ja auch aus oder habt das vor. Ihr werdet bestimmt klasse darin, so wie ihr euch als Team präsentiert. Also erstmal, warum wert? Wir sind klasse. Das ist ja wohl außer Frage. Was wert? Was? Ja, er schreibt wert. Ne? Ich habe das nicht verstanden. Ihr werdet bestimmt klasse darin. Also, ach so. Komm, jetzt. Machen wir nochmal. Ist auch früh. Ne? Wir haben es jetzt. Ja, ist ja erst 5:30. Nö, also, lassen wir so. Das morgens. Lassen wir so. Das machen wir nicht neu. Ja. Ich habe auch keine Chance. Wir bilden ja, und Nils hat es ja gerade auch schon beantwortet, wir bilden ja aus, also Zweiradmechaniker zum Beispiel. Und ja, vielen Dank fürs Lob. Ne? Das ist doch ein schönes... Ja. Das ist gut. Also ich habe das jetzt auf Video, dass Dieter auch mal nicht weiter weiß oder sagt so, ja, wie beende ich jetzt den Satz eigentlich? Können wir neu machen? Nee, können wir nicht neu machen. Ist jetzt drin. Gut. Ich meine, letztlich schneidet er das ja. Gut. Aber so bin ich ja nicht alleine damit. Na? Ja, ich habe das ja vorhin schon einmal gesagt, wir bilden aus. Wir sind da auch super drin in der Ausbildung. Also bin ich auch felsenfest von überzeugt. Und auch wenn wir das erklären, so was macht ein Fahrradmechaniker? Ich habe ja vorhin schon einmal angerissen, so was machen wir überhaupt, was passiert alles und so weiter. Kann man stundenlang drüber sprechen. Machen wir ein extra Video. Machen wir ein extra Video mit unserem Azubi zusammen. Der erzählt dann mal, was er alles so lernt, was er alles machen muss. Und dann kann ich sagen, also wenn du da draußen sitzt und sagst, Mensch, ich möchte gerne Fahrradmechaniker werden und ich will das unbedingt bei Zweirad Hogen dann lernen. Also mir macht das Ausbilden Spaß. Ich sehe gerne Erfolge. Also ich sehe das immer gerne, wenn sich jemand weiterentwickelt. Das ist einfach schön. Wobei das ja nie aufhören sollte. Da bin ich auch, also habe ich auch eine ganz starke Meinung drüber. Man sollte sich immer weiterbilden und immer weiterentwickeln. Egal, ob es beruflich, privat oder wie auch immer ist. Mir macht das einfach Spaß, das zu sehen, wie sich jemand entwickelt, wie der wächst und wie er immer mehr lernt, immer mehr Fähigkeiten dazukommen und wie er dann mit diesem Wissen und mit diesem Können auch Lösungen präsentiert und gleichzeitig auch Kunden begeistert. Ist einfach schön, macht Spaß und ich freue mich auf viele weitere Azubis oder Auszubildende, wie man es auch mal nennt. Ich freue mich darauf, weil wir brauchen die Leute. Wir sprechen ja mal vom Fachkräftemangel. Ich sage jetzt wir. Ich spreche nie über Fachkräftemangel. Selten. Also wirst du in noch kein Video gesehen haben, dass ich sage, es gibt keine Zweiradmechaniker. Bin ich mir ganz sicher. Weil wir bilden aus. Ich sorge ja auch dafür, dass mehr dazukommen. Und ich habe vorher nicht wir sind erst seit diesem Jahr Ausbildungsbetrieb. Und ich bin immer der Meinung, wenn ich nicht ausbilde, dann darf ich mich auch gar nicht beschweren. Da muss ich was ändern. Und ich habe gesagt, alles klar, dann bilden wir aus. Haben wir unsere eigenen Leute, die arbeiten so, wie wir das möchten. Die können das, was wir denen beibringen. Und alles ist geil. Und genauso sollten das auch alle anderen Fahrradhändler machen. Also meine Bitte, wenn du Fahrradhändler bist und das jetzt siehst und sagst, oh, ich habe auch noch nie aus, das ist ja so anstrengend und alles so viel, überdenk das mal, weil wenn irgendwann keine Fachkräfte mehr da sind, dann ist es auch irgendwie nicht so ideal. No? Was soll ich sonst noch dazu sagen? Ist es auch so. Ja, das sage ich jetzt nichts zu, aber ja. Gut. Ja. Ist doch gut. Nein. Man hört es doch immer wieder. Außer von mir. Ich gehe auf ein Seminar oder auf eine Schulung von Bosch, treffe einen anderen Fahrradhändler, was sagt er, finde ja keine Leute. Ich dem erzähle, wie viele Bewerbungen ich gekriegt habe letztes Jahr, dann fällt er hinten rüber. Ja, natürlich sind da auch Bewerbungen dabei, die kann man nicht gebrauchen. Ja. Ja. Aber das ist ja nicht mein Problem. Nee. So, jetzt aber gut hier, Herr Hugendorn.
ich weiß nicht, ob man das senden darf. Ich weiß nicht, ob man das senden darf. Ja, komm, wir verabschieden uns. Ich wollte noch was loswerden in eigener Sache. Und zwar, manchmal hört man ja so ein bisschen immer hier irgendwie so knacken. Hättest du jetzt gerne gesehen, ne? Und ich habe selber ewig dafür gebraucht, das rauszubekommen. Also wir haben ja ganz viel Holz in der Hütte und das arbeitet. Also bei uns ist das Holz nicht vor der Hütte, das ist in der Hütte. Ich wollte gerade sagen, wir haben nicht nur Holz. Mir war das klar. Und es hört sich dann für mich tatsächlich so an, wenn ich meine Videos schneide, dass da irgendwie akustisch irgendwas nicht stimmt. Aber es ist tatsächlich das Knacken vom Holz. Das nur an dieser Info, bevor da wieder Kommentare kommen. Checkt mal eure Lautstärke, euren Ton und so. Also, das ist der Hüttenzauber. Ja, es wirkt der Hüttenzauber, ernsthaft hier. So, also, tschüss, bis zum nächsten Video. Kanal abonnieren, Daumen hoch lassen und so weiter. Ne? Genau. Am S2, 32349, ja, da wäre Quabe vergessen, nicht alles klar. Bodyscanning, ausmessen, was einstellen. Was sind da? 8 Millionen Kameras, 5000, ja. Genau. So, 100, tschüss. Ja.